Willkommen zu einer neuen Folge Destroy Humans. Die Mission Armquist versus die Furonen steht an. Und wie es aussieht, sind wir wieder in dieser Militärbasisinsel. Und mir schwart Übles, wenn ich das sehe mit diesem Roboter. Crypto, der Kriegsfürst Armquist ist auf dem Weg zu einem Treffen mit den anderen menschlichen Kriegstreibern. Seine Befehle sind, sie gegen uns zu vereilen. Keine große Sache. Ich schalte ihn einfach aus. Ja, aber dann wären die anderen immer noch am Leben. Armquist zu einem Märtyrer zu machen, wird ihren Widerstand nur verstärken. Na gut, dann werde ich die anderen wohl auch ausknipsen müssen. Folge Armquist zu diesem Treffen. Es sieht so aus, als würde Majestic dieses primitive Abhörgerät benutzen, das heimlich auf den Dächern platziert wurde, um Armquist auszuspionieren. Wir sind nicht allein. In der Tasche. Ich kann fühlen, wie sich ein Bill of Rights. Wer braucht das schon? Ich heiße Bill und ich habe einen gewissen Reiz. Ich bin eine Ein-Mann-Armee. Und so allein. Bird oder Coltrane? Bird oder Coltrane? Ach, ich weiß es einfach nicht, Mister. Ich sollte dieses Wochenende endlich mal nach Jersey hochfahren und Onkel Tony besuchen. Das Ende ist nah. Es ist wirklich, wirklich nah. Vielleicht sollte ich ab jetzt wieder nur zwei Martinis zum Mittag trinken. Bitte Gott, nicht wieder kalten Hackbraten zum Mittagessen, mein lieber Herr Gesangsverein. Vor allem, die treffen sich mitten im Park. Das muss der Ort sein, an dem diese Wilden sich zu ihrem Kriegsrat versammeln. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht der Fall ist. Wenn wir jetzt theoretisch das Gebäude hochjagen. Nimm die Form eines Kriegstreibers an und infiltriere Armquists Treffen. Setze dann deine Überzeugungskraft ein, um die anderen gegen ihn aufzubringen. Was ist hier los? Machst du den Geschmack von Blei? Ich hätte gern meine Gravitation zurück. Oh, Scheiße! Das ist genau wie in der... Weg mit dem. Olivgrün hier, Kaki da. Was ist denn falsch an ein bisschen Fuchsia? Marschiert hier lang, marschiert da lang. Marschiert doch selber, ihr Wichser! Diese Marines haben recht. Die Air Force ist für Weicheier.
Tanz für mich. Los, tanz! Du bist dabei. Armquist hat das Treffen abgesagt. Toll. Aber wenn er da so steht, wie soll man ihn dann bitteschön... Weil ich denke mal, durch die Statue durch funktioniert auch nicht. Nimm die Form eines menschlichen Kriegstreibers an und infiltriere Armquists Treffen. Setze dann deine Überzeugungskraft ein, um die anderen gegen ihn aufzubringen. Ich weiß, macht einen nicht heiß. Läuft für mich. So. Warum legen die Kommunisten nicht endlich mit der Invasion los? Ich will ein paar Rote abknallen! Sieh dir nur diese Leute an. Schwach, erbärmlich. Ohne uns wären die Toast. Oma Bradley? 5 Sterne? Wollt ihr mich verschaukeln? Ich meine, bei MacArthur verstehe ich das ja. Wenn wir jetzt einen Ort suchen, wo wir in Ruhe das machen können. Mann, hasse ich dieses Marschieren. Diese Stiefel sind das Letzte. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich nicht die Person bin, die ich hätte werden können. Verdammter Ausbilder, der mich aus der Eliteeinheit geworfen hat. Jetzt habe ich diese lahme Stationierung zugewiesen. Die Beweise sind erdrückend. Zuerst haben kommunistische Spione einen Jahrmarkt mitten im Herz der Vereinigten Staaten infiltriert und die Gewinnerin des Schönheitswettbewerbs entführt. Nur Gott weiß, was sie mit ihr angestellt haben und wie sie ihre grundamerikanische Tugend mit ihren sozialistischen Griffeln beschmutzt haben. Danach haben sie den ganzen Jahrmarkt zerstört. Die zivilen Verluste waren enorm. Wir müssen all unsere Truppen auf den Grund des Ozeans schicken. Dort sind sie sicher. Was? Armquist hat recht. Gott sei mein Zeuge. Ein Verbrechen wie dieses können wir nicht ungesühnt lassen. Sie haben meine volle Unterstützung, General. Schlussendlich hat ein kommunistischer Agent in Area 42 einen Attentatsversuch auf mich persönlich gewagt. Er nutzte dafür einen experimentellen Atomsprengsatz. Ich gehe mal davon aus, Sie haben diesen angeblichen Attentäter nicht dingfest machen können. Oder sollen wir uns hier nur auf Ihr Wort verlassen? Sorry, General. Wenn Sie meine Hilfe wollen, müssen Sie sich mehr Mühe geben. Ja, das ist die Retourkutsche, ne? Am besten ist auch das, was da auf der Karte steht. So nördlich von Amerika. Ich habe keinen Schimmer, wer Sie sind, General, aber Sie haben eine echt große Klappe. Verdammter...
Du! Wie hast du das gemacht? Hol mich doch, du Kommunistenschwein! Okay, wir machen es auf deine Art. Ich pumpe euch voller Plasma, ihr Affen! Okay, brutzeln wir mal. Crypto! Du bist aufgeflogen! Du wolltest es anscheinend so. Also, vernichte die Menschen! Habe ich da eben richtig gesehen, wo Japan ist? Stand einfach nur Ninjas? Ihr dreckigen Ratten! Ihr seid die Ratten, die meinen Bruder getötet... Deine Art ist aber nicht gerade sportlich. Du kannst wegrennen, aber du kannst dich nicht verstecken! Niemand versteckt sich hier. Lass uns tanzen! Ich hoffe, dass wir das Raumschiff nutzen dürfen dafür. Okay. Armquist, du das Schiff der Navy. Zeig diesem General, dass ein im Wasser herumdümpelter Klump Metall keine Herausforderung für uns ist. Mach dich bereit, Roski! Du bist erledigt! Und diesen Trotzkisten-Sympathisanten erledigen! Over! Sir, auch echt übertreiben. Um wenig Wasser zu kriegen. Sir, der Gefreite mit... Unterstützung benötigt! Over! Ihr Weicheier könnt das Ding treffen!
bedauert, Sie informieren zu müssen, dass ich... Weg da! Mann, der ist echt übertrieben. Gut, aber wir versuchen es nochmal. Bist du das Schlachtschiff der Navy? Zeig diesem General, dass ein im Wasser herumdümpelnder Klumpen Metall keine Herausforderung für uns ist, Kreptau. Mach dich bereit, Roski! Du bist erledigt! Verstärkung angefordert! Over! Pass auf, oder ich verpasse dir eine! Bitte um Erlaubnis, mich zu löschen! Bleib stehen! Unterstützung benötigt! Over! Diesen Trotzkisten-Sympathisanten erledigen! Over! Komm, Brutzel. Wo geht er denn ganz hin? Unterstützung benötigt! Over! Selbst ihr Weicheier könnt das Ding treffen! Wieso brennt der Boden, wenn er nichts angezeigt wird?
läuft der da jetzt wieder rum? Ich bin wirklich durchgebrannt, ne? Verstärkung angefordert! Over! Immer zurück. Feuer frei, Männer! Holt die dicken Geschütze! Ach, mach schon, du Kommunistenfedder! Bring es zu Ende! Es hätte nicht so weit kommen müssen, Armquist. Was soll das heißen? Ich meine diesen albernen Krieg. Wir hätten zusammenarbeiten können, du und ich, um eine neue Zukunft zu erschaffen, eine gemeinsame Zukunft voller Frieden und Wohlstand für unsere beiden Völker. Gib mir einfach den Gnadenstoß, okay? Ich meine es ernst. Ihr seid nicht gekommen, um uns zu vernichten? Natürlich nicht. Wir hatten genauso viel Angst vor euch, wie ihr vor uns. Im Grunde unseres Herzens wollten wir eigentlich nur eins, nämlich genauso sein wie ihr. Im Ernst? Im Ernst. Ich schätze, wenn man es genau nimmt, sind wir doch alle einfach nur Menschen. Reingelegt! Erbärmlicher Mensch! Ja, und wenn es euch gefallen hat, dauert das Abo lassen und schaltet die nächste Folge ein. Bis denn!